Ich hab ein Uhr erfunden, wo gäng nach 2 Stunden bleibt stehen. Aha, der sieht vielleicht nicht ein, was das Praktische soll sein da dran. Ich will nicht sagen, es ist von wegen, gäng, wenn meine Uhr bleibt stehen, Mann, mit dran, dass ich sie ja ganz allein erfunden habe. Und dann dünkt's mich, ich sei doch nicht so ein dummer Mann. Ich heig ja doch eine Uhr erfunden, wo gäng nach 2 Stunden bleibt stehen. Gäng, wenn meine Uhr bleibt stehen, Mann, mit dran, dass ich sie ja ganz allein erfunden habe. Und dann dünkt's mich, ich sei doch noch ganz ein geschickter Mann. Freudig ziehen sie dann wieder auf, geben er für 2 Stunden Schnuff. Und das gibt mir für 2 Stunden, das versteht ihr sicher gut, Selbstvertrauen und einen frischen Mut. Denn ich hab doch eine Uhr erfunden, wo gäng nach 2 Stunden bleibt stehen. Zwar, sie ist nicht sehr präzis und gibt die Tür von früh bis spät. Doch das stört mich in keiner Weise. Es gibt mir gleich das Gefühl von stolzer Majestät. Ich heig dafür eine Uhr erfunden, wo gäng nach 2 Stunden bleibt. Aber wenn ich ihn am Abend 5 Minuten hinter tät, wär ich der Runde bei mir ins Bett, geh wieder 5 Minuten zu spät. Sechs am Abend, sechs am Morgen, es nimmt mir 5 Minuten zu Fuß. 5 Minuten sind nicht viel, doch mit der Zeit macht es etwas aus. In 12 Tagen ist da 1 Stunde und in 3 Monaten schon eine Nacht, wo ich wegen dem blöden Wecker schliesslich schlaflos habe verbracht. Ich habe Sorgen wegen meiner Gesundheit, aus wegen los ist die Situation. Zuletzt habe ich den Wecker fortgegeben, seit er weckt mit dem Telefon. Aber ich hatte keine 20 für den Geldschlitz reinzulassen. Ja, was mache ich jetzt da? Habe ich gedacht, ich könnte ja schnell zur Post am Ecken gehen, mir das 20 wechseln lassen. Aber halt, dann müsste ich ja können das Auto hier lassen. Und zu dem Zweck müsste ich da zuerst 20 reinlassen. Und 20 habe ich ja eben nicht. Ich müsste da zuerst zur Post am Ecken gehen und mein Auto hier lassen. Und für das Auto hier lassen, müsste ich zuerst 20 haben. Und das ist, was ich nicht habe, wenn ich nicht auf Post gehen kann. Zwar auf Post müsste ich nicht gehen, wenn ich 20 hätte. Doch da ich das 20 ja nicht habe, kann ich das Auto nicht lassen. Und ich kann keine 20 haben, weil ich nicht auf Post gehen kann. Und auf Post kann ich nicht gehen, weil ich ja keine 20 habe. Beim Parkingmeter habe ich mein Auto lassen, aber habe keine 20 gehabt und habe wieder müssen gehen. Beim Coiffeur bin ich gesessen, vor dem Spiegel schaue rein und sehe der drinnen Spiegel, der Wand ist vis-à-vis. Und der drin wieder spiegelt sich der Spiegel da vor mir. Und in dem Spiegel wiederum der Spiegel hinten dafür. Und so ging weiter, sie war wie ein langer Korridor. In dem ich oft bis 100-fach von hinten und von vor. Ist aufgeregt gsi, in einer Kolonne, zuhinterst ist der Kopf. Ich han ihn nicht mehr gekannt, so klein gsi wie ein Pfeffernopf. Mein Kopf, der hat sich der dir weite, stellt mich das vor. Verloren in Unendlichkeit vom langen Korridor. Ich habe mich selber hinten gesehen, verschwinden, habe das gesehen. Am hinterhellen Vormittag und wie wenn nichts wäre geschehen. Vor Klopf habe ich mein Maul aufgesperrt, das ich im Korridor. Gerade 100 Müller mit aufgegangen, wie ein Männerchor. Ein Männerchor aus mir allein, ein kedergespässiges Gefühl. Ein metaphysisches Grusel hat mich gepackt im Waffengestühl. Ich habe sehr jeden von mir gerissen und geschoren sofort. Das Waffengeschäft verlassen mit ein paar entschuldigenden Worten. Und wenn ihr findet, ihr solltet ein bisschen mehr zum Waffen gehen.
dann könnt ihr jetzt verstehen, warum ich da eine Hemmung habe. Die Leute, die würden auch wegen nie ein Lied vorsingen, so bin ich jetzt hier. Ich singe um keinen Preis, nein, tut es nicht, weil sie Hemmungen haben. Sie wären vielleicht gern im Grund genommen frech und denken, dass sie ihr ein grosses Pech und lastet aufnehmen wie ein schwerer Stein, dass sie Hemmungen haben. Ich weiss, das macht dem heiß verschlappt im Stimm, doch dünkt sie manchmal schon, sei nicht so schlimm. Es ist gleich ein Glück, auch wenn ihr es gar nicht weh, dass wir Hemmungen haben. Was unterscheiden Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen, ey, dass wir Hemmungen haben. Man stellt sich Männer vor, wenn's anders wäre. Und es käme ein hübsches Mädel in der Herr. Jetzt schauen wir doch höchstens chli auf die Beine, weil wir Hemmungen haben. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, so sieht man wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch hoffen kann, ist allein, dass sie Hemmungen haben. Sie haben Wilhelm Tell aufgeführt im Alloyens Nottiswil. Da braucht's viel Volk, bis das halbe Dorf hat mitgemacht in dem Spiel. Die andere Hälfte ist im Saal gsi bei einem grossen Bier. Als Publikum hat zugeschaut und ist gespannt gsi, was passiert. Am Anfang war es schön gsi, da hat alt Stumpfacherin die Frau Pfarrer mit dem Schneider gredt im Ort von tiefem Sinn. Und als es gerührt gsi, sie hat das mal nicht gesehen, das Kleid in die Tür. Und er hat gut aufpasst, dass er den Faden nicht verliert. Oftmal kurz vorm Öpfelschuss der Lehr kommt als Tell. Sein Sohn, der fragt etwas und eins, da rührt er deine schnell. Wo unter Mut als wach ist gestanden so, dass jeder gehört. Wieso fragt er so dumm, hätte ihr Schul den Utrecht gelehrt? Ein Freund vom Tellemann aus Altdorf zwickt dem Mess auf die Mauer. Und dieser, der den Hut bewacht, geht um gar nicht faul. Und stößt ihm mit seiner hellen Barte einen mit seinem Bauch. Da kommt das Volk von Uri zu springen, Donner, jetzt geht's Rauch. Die einen, die von Österreich, die nehmen für die Wachtpartei. Die anderen, die von Altdorf, für den Tell, Eschlägerei. Mit hellen Barte, Garton, Schwert, Kulissen, Schlösi drin. Der Tell liegt unter dem Gessler schon, da mischt der Saal sich ein. Jetzt kommen Gläser zu fliegen, jeder stillt sie keine Wut. Ein grosser Tisch und Bäck und das Bier vermischt sich mit dem Blut. Der Wirt rauft sich sein Haar, Frau scheinen brachne Glieder ein. Zwei Stunden lang hat das gedauert, du warst Österreich geschlagen gewesen. Sie haben Wilhelm Tell aufgeführt im Alloyens Nottiswil. Und gewiss noch nie einen naturalistischeren Stil. Versicherung hat gezahlt, hingegen eins weiss ich seither. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu finden wär. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu finden wär. Kennt ihr das Geschichtli schon von dem armen Eskimo, wo in Grönland einisch so traurig ist und das Leben kam? Er hat dank dem Radio Freude an Musik bekommen und hat gedacht, das kann ich auch, so ist er ins Unglück gekommen. Nämlich er hat sich für zwei Flaschen Lebertranes noch gut erhaltenes Cembalo gekauft und hat seine Töne genommen. Doch als er Fortissimo gespielt hat auf seinem Cembalo, ist ein Eisbär reingekommen, hat ihn zwischen die Krallen genommen. Kunst ist gegen ein Risiko, so ist er ums Leben gekommen.
Und ihr seht die Moral davon, kauft wie ein Cembalo, sonst geht es euch gerade eben so wie dem armen Eskimo, der in Grönland einmal so traurig ist ums Leben gekommen. Er wohnt an der gleichen Gasse und ich bin mit ihr in die Klasse. So ist es, dass mir gerade beide das Herz an die verloren haben. Heidi, mir weidi, beidi, beidi, heidi, heidi gern. Er ist grosser Held im Sport, ich probiere es mehr mit Wort. Jeden auf seine Art und werbe mir die Heidi, ich und er. Heidi, mir weidi, beidi, beidi, heidi, heidi gern. Zum Beweis, er hegt ich gern, schießt er Ball bei FC Bern. Ich erkläre mit ihr schlicht in Form von lyrischen Gedicht. Heidi, mir weidi, beidi, beidi, heidi, heidi gern. Jeden Sonntag denkst du am Match, er sei der, den du lieber hättest. Findest du heim von mir einen Brief, der kehrt sich das Blatt, du seufzigst tief. Heidi, mir weidi, beidi, beidi, heidi, heidi gern. Es hat nicht können weitergehen, hast nicht beidi können haben. Schliesslich hey du er und ich gesagt, Heidi, jetzt entschliessest du dich. Heidi, entscheide, beide weide, beide kannst nicht haben. Hätte ich gewusst, wie es rauskommt, einisch ihre schwache Stund, hast du dich verlobt, sie ist zu viel, mit ihm am Sonntag nach dem Spiel. Neidi, entscheide, Heidi, neidi, bescheid, ich bin enttäuscht. Daraus hab ich gelernt, dass heute nicht mehr so viel erreicht, wer die Leute mit Literatur erklüpft, wie wär's als rechten Ort einstüpft. Zlotti schillet, Zlotti schillet, niemand weiss, was mit den Augen herzillet. Zlotti schillet, Zlotti schillet, drum. Wie der Al Capone, wo so viele weiss, früher mal hat Gulden als Staatsfind Nummer 1 und mit seinem Revolver als öffentliche Gefahr ist das Mädchen gefährlich mit seinem Augenpaar. Zlotti schillet, Zlotti schillet, niemand weiss, was mit den Augen herzillet. Zlotti schillet, Zlotti schillet, drum. Wenn ihr wüsst, was frohe Blicke manchmal kommen, dass ein heiss im Kopf wird und zittrig in dich neu, denkt, wie das Lotti wirkt auf die, die es sehen, es mit jedem Augenaufschlag gern bricht es weh. Zlotti schillet, Zlotti schillet, niemand weiss, was mit den Augen herzillet. Zlotti schillet, Zlotti schillet, drum. Wenn es durch die Straße läuft, dann geht's dem Mann schlecht. Das Hinterlad verliebt, die Link so gut wie rechts. Doppelläufig schießt aus Lottis Augenspiel. Am Morgen seine Pfeile übers Kreuz ins Ziel. Zlotti schillet, Zlotti schillet. Niemand weiss, was mit den Augen herzillet. Zlotti schillet, Zlotti schillet, drum. Es ist ein hübsches Mädchen, das muss man ihm lassen. Aber wenn ihr es treffen, denke doch daran. Es ist zugleich ein gefährlich, gefährliches Mädchen. Zweimal gefährlicher als das Frauen sonst schon sind.
Hört mit, was für Mitmotte Mäcki Schicksal in tut schla. Hört mit, was für Mitmotte Mäcki Schicksal in tut schla. Zum Arzt ist einer gekommen, der hätte zu lange Nase gehabt, hätte zu lange Nase gehabt. Doktor, tut mir die Nase kürzen, so kann es nicht mehr weitergehen. Doktor, tut mir die Nase kürzen, so kann es nicht mehr weitergehen. Nie kann ich ein Bierli stürzen, ohne es im Nassen zu haben. Ohne es im Nassen zu haben. Weil sie gängisch abputscht, also hat mich die Frau sogar verlassen. Weil sie gängisch abputscht, also hat mich die Frau sogar verlassen. Es geht keine Tür zu vor mir Nase, was sie nicht drin eingeklemmt hat. Was ich nicht drin eingeklemmt habe. Wo der Doktor mit dem Messer seine Nase gekürzt hat, wo der Doktor mit dem Messer seine Nase gekürzt hat, hat der Mann gerufen, jetzt wird's besser, ich fange neu mein Leben an, ich fange neu mein Leben an. Doch beim Heiga hat ihm eben die Richtung gefällt, der Nase an. Doch beim Heiga hat ihm eben die Richtung gefällt, der Nase an. Er ist schräg auf die Strasse, hat das Leben unter einem Auto gelassen. Unter einem Auto gelassen. Der Ferdinand ist gestorben, oje, oje, oje. Der Ferdinand ist gestorben, es tut mir heute noch weh. Er, der so viel hat geworben um Liebe im Quartier. Der Ferdinand ist gestorben, das arme Tier. Mein ich doch gegen mein Goldi am Ferdinand hatte. Ein so eine stolze Moldi wird nie mehr jemand haben. Gegen die Liebe hat ihn getrieben, nie zu Mäuse und zu Vögel fahren. Er ist mein Vorbild geblieben, der Katzenmann. Wenn er sich unbeschwert, den ganzen Leben lang, hat gesungen in den Gärten und nichts als mein Gesang, dann ist ihm auch gelungen, das Herz zu rühren von seinem Schatz. Er hat für Katzen gesungen, doch nicht für Katz. So hat er auch dem grössten Nachwuchsleben geschenkt, das tut dem Abend trösten, wo an sein Sterben denkt. Ein Haufen Ferdinändli spazieren und durch die Städte, seit dass er der Herr Brändli erschlagen hat. Den Leuten, man sollte strafen, verschliessen das Herz der Kunst. Sie wollen gerne nur schlafen und haben keinen Sinn für Brunst. So hat auch der Herr Brändli mit einem Topf für die Nacht dem armen Ferdinändli ein Ende gemacht. Der Ferdinand ist gestorben, oje, oje, oje. Der Ferdinand ist gestorben, es tut mir heute noch weh. Er, der so viel hat geworben um Liebe im Quartier. Der Ferdinand ist gestorben, das arme Tier. Ein ist nach einem grossen Gewitter, ein ist nach einem grossen Sturm. Ist zum Boden gekommen, raus zu kragen, ganz vergnügt, ein Regenwurm. Er hat blind seine Frau glücklich und hat sich gefreut am Sonnenlicht. Doch da sieht er, dass gerade ihr Nähe noch einen zweiten rauskriecht. Doch da sieht er, dass gerade ihr Nähe noch einen zweiten rauskriecht. Er sei grüssig, Paul. Oh, wie schön ist es doch auf Erden, dir seid hübsch, weil dir nicht mehr Frau, meine Frau mag mal in Werte. Doch der Anger statt, dass er ja seht und dass er an ihm gefallen fängt, seht, ich bin ja doch dumme Kerli, nur die eigenen Hingerend. Seht, ich bin ja doch dumme Kerli, nur die eigenen Hingerend. Das Geschichtli ist zwar traurig, doch es zeigt, der Frühling macht einen Sturm. So geht's jedem Regenwürmli, geht's dem hintersten Regenwurm. So geht's jedem Regenwürmli, geht's dem hintersten Regenwurm. Vor 60 Jahren das erste Mal erklungen. Am Samstags Nacht sind die Leute erwacht. Weil einer grönet hat und gelacht und sie damit in die Schwünge gebracht. Wer hat das gemacht? Am Samstagsnacht
Wer macht dir Nacht, das alles erwacht? Ich hab mich selber im Verdacht. Ich seh drum am Samstagabend mein Guguli jedes Mal. Und das macht mich Sturm und tut mir Frieden untergraben. Drum bin ich am Samstagabend auch nicht mehr ganz normal. Und drum gibt's den halt drauf ab, manchmal ein Skandal. Am Samstagsnacht sind die Leute erwacht, weil einer gerölt hat und gelacht und sie damit in die Schwung gebracht. Wer hat das gemacht? Am Samstagsnacht. Wer macht ihr Nacht als erwacht? Ich hab mich selber im Verdacht. Alle Leute sind böse und sagen, das hat doch keine Gattung mehr. Schütteln ob der Unvernunft der Kopf ganz überlegen. Doch sie würden nichts mehr sagen, es wäre auch um sie selber geschehen. Wenn sie mal persönlich könnten, mein Guguli sehen. Am Samstagsnacht sind die Leute erwacht, weil einer gerölt hat und gelacht. Und sie damit in die Schwung gebracht. Wer hat das gemacht? Am Samstagsnacht. Wer macht ihr Nacht, das alles erwacht? Ich hab mich selber im Verdacht. Wenn ich nächsten Samstagabend mein Guguli wieder seh, will ich mir zwar Mühe geben, ein bisschen leise Zeit drauf haben. Doch am nächsten Samstagabend kann mir's ganz gut wieder geschehen, dass ich noch viel schlimmer dran bin und den Excuse. Und wer erwacht? Am Samstagsnacht, weil einer grölt, singt und lacht, der weiss dir grad, dass ich's hab gemacht. Für mich selber mir zu erklären, bin ich mal meinem Stammbaum nah, hab von hundert Zweigen her ein bisschen versucht, die Nuss zu verstehen. Wer da alles mir verwandt ist, hab ich geschaut aus Quellen geschöpft. Nur einen, der bekannt ist, Worte gibt's den heißen Köpf. Es ist der Gauner Bernhard Matter, aus dem Aargau bin ich gehen, wenn auch nicht mein Urgrossvater, Urgrossonkel auch schon. Der hat da vor 100 Jahren unseren Geschlechterweg bestimmt, wenn ich jetzt erst erfahren habe, dass ihn nichts mehr Wunder nimmt. Er hat in seinem Leben gestohlen, was ihm ist in den Finger gekommen, und was nicht ist gekommen, geht zu holen, hat er gern Mühe auf sich genommen. Ist gar manchmal Nacht eindrungen durch einen Hühnerstall ins Haus und ist mit zwei geräuchten Zungen und 10 Goldukaten draus. 3-4 Mal hat man ihn gefangen, hat ihn das Gericht ins Gefängnis gesteckt, aber es ist nicht lang gegangen, hat der Fluchtweg gegen ausgeheckt. Die Diät von Brot und Wasser hat er auch gern zu sich genommen und hat alles dran gesetzt, für das er in eine bessere Beiz ist gekommen. Das musste das Gericht verdrießen. Es hat das letzte Befehl erlassen, nicht die Gefängnis besser zu spiessen, nein, in dem Schelm der Kopf abschlagen. Das halbe Aargau ist hochgeschauen, mein Schwert der Oberspitz, von meinem Vorfahr hat abgehauen, wie vom weichen Eiderspitz. Darum kann ich nichts garantieren, was aus mir noch alles gibt. Es kann noch manches mit mir passieren, denn das spielt Vererbung mit. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr dürre, könnt ihr sicher nichts bekommen. Es kommt auf das Mal ein Onkel führen, wo ihr nichts habt gewusst davon. Es kommt auf das Mal ein Onkel führen, wo ihr nichts habt gewusst davon. Am Tag, wo ich auf die Welt kam, sie haben mir später gesagt, da hat meine Mutter gerade daheim eine Suppe geschirr verheilt. Und seither ist mein Herz los, bis an mein Lebensende. Alles, was mir in die Finger kommt, verbricht mir in den Händen. Ich kann mir Mühe geben, wie ich will, das nützt mir alles nichts. Was gestern noch ganz war, ist in 1000 Bitzen heute. Die Scherbenhäufe, die mich hinterlassen, die Redebände. Alles, was mir in die Finger kommt, verbricht mir in den Händen. Ich habe einmal ein Mädchen kennt, sie ist traurig, aber wahr. Ein Mädchen ganz aus Porzellan mit rabenschwarzen Haaren. Auf einmal ist es zu mir gekommen, hat gesagt, jetzt ist es zu Ende. Alles, was mir in die Finger kommt, verbricht mir in den Händen. Und wo ich es dort zum letzten Abschied an mein Herz drückt, da habe ich es fest umarmt und vor Liebe gerade erstickt. Ich hab's nicht extra gemacht, er hat mir das Glaubensankerment. Alles, was mir in die Finger kommt, verbricht mir in den Händen.
Sie haben mich vor einen Richter gestellt und haben mich gestern gehängt. Und als ich schon bekannt, dachte man, wer hat das gedacht? Da hat der Strick im allerletzten Moment. Alles, was mir in die Finger kommt, verbricht mir in den Händen. Und seid ihr geblieben im Vagant und mache lieber nichts. Ihr werdet das begreifen, darum sind Güte gleich wild. Und greifen auch ins Portemonnaie und gebt eine milde Spende. Alles, was mir in die Finger kommt, verbricht mir in den Händen. Der Hans Jakobli und das Papettli haben mit dem Küchentaburettli ein Spiel zusammen gespielt zum Geissen. Hehe, Frau Meier hat das geheissen. Da ist zum Beispiel zuerst Papettli drauf klettert auf das Taburettli. Und Hans Jakobli, wo sie sagen, ist tiefig, tiefig drunter geschnagt. Ganz laut hat oben Herz Papettli jetzt gestampft auf das Taburettli, bis das der Hans Jakobli doppelt, so laut hat unten auf ein Doppelt. Und gerufen, hey, hey, Frau Meier, machet doch nicht so Krach, du heisig lachet. Und er ist oben gsi, ein Sunde, und das Spiel hat diesen Wert stattgefunden. Von wegen gerade so in dem Spiel, mit gerechtem Beispiel gibt es viele, ist jeder da dafür, wird krampfet, gern der, wo oben abstampfet. Es ist nicht jeder wie das Babettli, so harmlos auf seinem Taburettli. Darum schaut das wie Hans Jakobli, gegen einen unten auf ein Doppli. Ich wett fast sagen, die Welt wär freier, wenn mehr wird gerufen, hey, hey, Frau Meier. Denen, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig, für dass es denen besser geht, was weniger gut geht. Und drum geht's auch denen nicht besser, was gut geht. Das ist ja so kurz, das Lied. Tatsächlich, aber als der Mani Matter hat unten an dem Lied, da, unten an der Melodie, die er da geschrieben hat, noch von Hand eine Bemerkung angeschrieben in Klammern. Das Ganze kann wiederholt werden. Na gut, dann machen wir doch das gerade miteinander. Jetzt haben Sie ja das Lied gerade schon im Ohr. Ihr könnt das einfach wieder so vornehmen und dann können wir es gerade miteinander singen. Denen, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht. Sehr gut. Drum geht wenig, für das es denen besser geht, was weniger gut geht. Und drum geht's auch denen nicht besser, was gut geht. Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für die Zigarette Wellenfeuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Und es hat noch fast ein Loch im Teppich gegeben davon. Ja, man weiss, was kann passieren, wenn man nicht aufpasst mit Feuer. Und für Glutart-Zigaretten ist ein Teppich doch dort teuer. Und vom Teppich hat auch Graus können das Feuer ins ganze Haus. Und wer weiss, was dann nicht alles noch wär worden. Daraus. Es hätte Brandgänge quartiert und es hätte die Feuerwehr müssen kommen, hätte die Kornet in der Straße und den Schluch vom Wagen genommen und sie hätte Wasser gespritzt und das hätte gleich nichts genützt und die ganze Stadt hätte brennt, es hätte sie nichts mehr geschützt und die Leute wären umgesprungen in der Angst um Hab und Gut, hätte die Gemeinde sie gegen Feuer gelegt, hätte die Sturmgewehr genommen ihr Hut, als sie brüllt, wäre ich schuld, das ganze Land in den Mund, dass man geschossen hat auf Bundesrat am Wennerbund. UNO hat interveniert und UNO-Gegner sofort auch für ihr Schweizer Frieden zu retten.
wären Babypanzer gekommen. Es hat sich ausgedehnt, Nadina, auf Europa, Afrika. Es hat einen Weltkrieg gegeben und die Menschheit wäre jetzt nicht mehr da. Ich habe ein Zündhölzchen angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für die Zigaretten wollen Feuer vom Hölzchen nehmen. Aber das Hölzchen ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Gott sei Dank, dass ich es vom Teppich wieder vor den Tag genommen. Mein nächstes Lied, das singe ich euch nicht. Es ist zwar schade, es hat auf jeden Fall einen sehr schönen Reim, ihre erste Strophe gehabt, die euch als Kenner sicher gut hat gefallen. Aber aus Gründen, die ich euch leider hier nicht bekannt geben kann, möchte ich das Lied nicht singen. Ob wenn es im zweiten Vers ein Witzli hat, und euch vielleicht noch zum Lachen bringen. Seid aber darum nicht allzu sehr enttäuscht. Ihr hättet gemerkt, wenn ich das Lied hätte gesungen. Die dritte Strophe ist mir ehrlich gesagt nicht ganz so, wie ich es hätte wollen gelungen. Hingegen stolz, den wäre ich allerdings, wenn ich mein Lied die vierte Strophe trage. Aber von der zu reden hat keinen Sinn. Ihr müsst ja zuerst noch wissen, was vorankommt. Die fünfte Strophe, die wird der Schluss, auf den natürlich alles ziemlich gespannt wäre. Darum ist es besser, ich verrate nichts. Es wäre ja schade, wenn die Pointe schon bekannt wäre. Wie gesagt, das Lied, das singe ich euch nicht. Ihr wisst ja jetzt ungefähr, wie es geht. Doch, es fehlt noch nur eine Melodie. Der Text, den habe ich jetzt ja gesehen.